Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Zelda Zone Zero. Guck mal, sieht aus wie eine Augenklappe, ne? Ja, in der letzten Folge haben wir zwei Hauptquests abgeschlossen. Wir haben zwei Kinder wieder für Battleborg Heavy Industries hießen die, glaube ich, zusammengefercht, ne? Und ja, ich wollte ehrlich gesagt wieder ein bisschen offscreen aber machen, ne? Aber als ich die erste Mission hier, glaube ich, gemacht habe, wurde, weiß nicht, oder habe ich das schon gemacht? Ich glaube, als ich das erste hier irgendwie gemacht habe, konnte ich schon irgendwie hier wieder nicht weitermachen oder so, weil die Story dann direkt weiter geworden ist. Und keine Ahnung, da kam so eine kleine Cutscene, da war jetzt nicht wirklich eine Cutscene, da war einfach nur, Bell hatte mir irgendwie was gesagt, so, hey, hör mal, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen zu diesen Roboter, ne, zu dem letzten. Und da war eigentlich mehr nicht, glaube ich, ne. Und ja, verstehe nicht, warum ich da jetzt extra eine Mission irgendwie machen musste, um das weiterzumachen, aber ja, habe ich offscreen gemacht, ne. Ich habe eine Mission hier gemacht, glaube ich, und dann ging es direkt weiter. Bell hat mir gesagt, so, hey, hör mal, wir sind jetzt da, wir müssen jetzt das machen, ne. Und jetzt soll ich mich auf meinen Sofa ausruhen, weil es dann weitergeht, ne. So, ich habe offscreen, wir befinden uns erstmal so, weil nicht so 24 Stunden seit der letzten Aufnahme. Ich habe meine Charaktere hier schon skillmäßig hochgelevelt, soweit wie es geht. Und ja, ich sag soweit wie es geht, obwohl Anton und Rina noch nicht ihre Sachen haben. Aber der Grund dafür, warum die beiden das noch nicht haben, ist, weil ich anscheinend den Boss noch nicht freigeschaltet habe. Also ich kann das noch gar nicht machen. So, dann habe ich, glaube ich, für Anton alle Sachen. Ich glaube für Rina. Nee, noch für Rina noch nicht. Also ja, hier geht's ziemlich gut voran, ne, an den Sachen. Aber bald gehen mir schon wieder irgendwie die Sachen aus, die ich grinden kann offscreen. Also ich weiß nicht, ob ich dann irgendwie zu schnell geht mit den Charakter hochleveln und so, oder weil ich einfach nur so wenig Charaktere habe und so wenig zum Fokussieren habe oder so, aber das geht relativ schnell ja immer voran. Deswegen muss ich ja immer wieder weitermachen, so schnell wie möglich, um mehr Sachen freizuschalten, damit das weitergeht. Durchaus ist bequem, der Kopf fühlt sich jetzt komisch an. Apropos Kopf, ich habe ein bisschen Kopfschmerzen, also hoffentlich. Also wenn ihr irgendwie merkt, ich rede nicht viel, dann ja, weiß nicht. Sein Nock-Konto, nicht wahr? Und du bist Ray vom White Star Institute. Wir haben zuvor auf einen Scott außenposten zusammengehört. Ja, das ist so diese Lady, genau. Kannst du dich etwa nicht erinnern oder tust du nur so? Warum soll ich Überstunden machen? Nö, da kann man den Tod, den Höhen und den Arbeit nicht entkommen. So. Ich verstehe nicht, warum das manchmal so lange dauert mit den Tippen. Ich meine jetzt. Die muss halt natürlich eintippen, aber ist ein bisschen nervig, immer zu warten. Wenn du Zeit hast, kommt zum Scott Außenposten, alles klar. Der Scott Außenposten, da hat etwas mit Höhe 0 zu tun. Es gibt keinen Sinn, es nicht anzunehmen. Ja, aber ich werde zuerst Lia treffen, um die Lage zu überprüfen. Ja, ich werde immer wieder neue Sachen hier erstmal freischalten, habe ich so ein Gefühl, ne? Also bald erstmal alle Sachen, alle Funktionen des Spiels freigeschalten sind, dann kommen diese komischen Pausen hoffentlich nicht mehr, ne? Sobald du den Scott Außenposten betrittst, kommt eine klare Stimme aus der Nähe. Hier müsste es doch eine Kantine geben, oder? Sokako, ich habe Hunger. Yanagi meinte, hier in der Gegend gibt es eine Kantine. Weißt du, wo die ist? Ach ja, übrigens, sie hat mich auch gebeten, einen Herrn namens Roland zu besuchen. Der Herr, von dem du sprichst, muss Leiter Roland sein. Leiter Roland ist gleich da vorne. Aber wenn du etwas zu essen suchst, musst du von hier aus nach rechts gehen. Also, was ist jetzt wichtiger für dich? Natürlich ist es wichtiger, die Kantine zu finden und den Tank zu füllen. Ich glaube, es ist wichtiger, zuerst einen Auftrag zu erledigen. Hey, oh, was geht, na? Es riecht irgendwie nach leckerem Essen. Du musst doch noch hungrig sein, oder? Okay. Ja. Was geht? Ah, der unabhängige Ermittler, du bist hier. Zu welchem Anlass bist du diesmal hier? Angesichts eines so herausragenden Kooperationspartners wie dir möchte ich jedes Mal sofort deine gesamte Arbeitszeit reservieren und dich damit beauftragen, weitere Hinweise auf die Verwelkungskrankheit zu sammeln. Aber leider komme ich dieses Mal aus anderen Gründen zu dir. Genauer gesagt geht es um einen langweiligen Routineauftrag, bei dem die Verteidigungsmacht. Jetzt kommen wir da hin, ich weiß es. Aber wenn das nicht bald erledigt wird, kommt meine Forschungsarbeit nicht wie geplant vor. Jetzt kommt dieses eine, wo ich Sokako freischalten kann, ne? Deswegen wurde sie mir ja auch vorgestellt. Shio-Verteidigung. Blablabla, Shio-Verteidigung. Genau, für die restlichen Anliegen kannst du dich an den Verteidigungsoffizier Roland dort verwenden. Ich muss mich weiterhin auf meine Forschung zur Verwelkungskrankheit konzentrieren.
Nehme ich dich großzügig der Verteidigungsmacht empfehle, habe ich bereits einen bemerkenswerten Beitrag für dich geleistet. So, du. Also könnte aussehen, als wäre ein Attack- und Titan-Charakter. Es besteht vor dir die Gefahr eines Zusammenstoßes, da ein Lastwagen außer Kontrolle gerät und der Fahrbahn hinunterrast. Gleichzeitig überqueren 10 unvorsichtige Fußgänger die Straße bei Rot. Auf der anderen Straßenseite befindet sich ein ordentlicher Passant, der sich an die Verkehrsregeln hält. Stelle vor, der Lastwagen ist außer Kontrolle und rast weiter, aber du könntest irgendwie die Richtung des Lastwagens beeinflussen. Was würdest du tun? Soll der Lastwagen lieber die 10 unvorsichtigen Vorgänger erwischen oder den einzelnen unschuldigen Passanten, auf den er ist die Trolley question? Ich weiß nicht, wie die auf Deutsch ist, aber das ist so die Frage. Also, oh, willst du, ein Zug fährt irgendwie hier da auf die Schienen, da sind 3 Leute angebunden. Und wenn du die Straße, wenn du die Schiene ändern willst, dann wird stattdessen nur eine Person überfahren. Also wen willst du jetzt, was willst du jetzt machen? Willst du die Schienen ändern, damit eine Person überfahren wird, oder willst du die Schiene so lassen, damit 3 Leute überfahren werden? Meine Antwort auf diese Frage ist schon immer gewesen, ich versuche eine andere Möglichkeit zu finden. Ich stelle mich vor den Schienen und versuche den Zug abzuhalten. Und wenn dann irgendjemand immer kommt und sagt, oh, das gehört aber nicht dazu, ja, das ist keine der Antwortmöglichkeiten, dann wird meine Antwort einfach immer sein, nur weil du keine Antwort darauf gefunden hast, heißt es nicht, dass es keine andere Antwort gibt. So, also gut. Aber das ist leider ja nicht der Fall, ne? Keine Ahnung. Falsch. Soll ich sofort von Lastwagen schützen und ihn mit deinem eigenen Körper blockieren, um alle zu schützen? Hey, sag ich doch. Meine war richtig. Meine Antwort war richtig. Hey, ich bin ein guter Junge. Wie, denkst du, ich mache Witze? Es könnte sein, dass hier nicht der richtige Ort für dich ist. Die sogenannte Shio-Verteidigung ist eine routinemäßige Beseitigungsaktion in der Shio-Gebiete in der Höhle 0. Damit reduzieren wir die Aktivitäten in Höhle 0 und verhindern, dass sie sich abnormal ausbreiten. Das heißt, dass wir mit unseren eigenen Körpern am vorderster Front stehen und den Arten von gefährlichen Kernen in der Höhle beseitigen. Also so, als würde aus, als ob wir den außer Kontrolle geratenen Lastwagen für alle Bürger von Nuirido blockieren. Das ist einfach übertrieben. Mein Gott, was ist mein Charakter für ein Weichei? Da du von Ray empfohlen wurdest, gehörst du sicher von der Spitzklasse der unabhängigen Ermittler. Selbst wenn du den Lastwagen nicht stoppen kannst, kannst du ihn zumindest mit deinem eigenen Körper ausbremsen. Keine Sorge, das war halb im Spaß gesagt. Dennoch ist die Shio-Verteidigung so ziemlich die Art von Auftrag, die dieses Gefühl hervorruft. Wenn du wirklich bereit bist, geh einfach zum Treffpunkt im Trainingsgelände. Dort benötigst du sonst noch was? Keine Fragen mehr. Gut, keine Sorge, du bist nicht allein. Wenn der Lastwagen wirklich außer Kontrolle geht, wird die Verteidigungsmacht als erstes da sein und abfangen. Und dieses Mal haben wir auch sehr zuverlässige externe Unterstützung. Plötzlich ruft eine klare Stimme in der Ferne, die Rolle ins Wort unterbricht. Sokaka aus Sektion 6 meldet sich zum Dienst. Bist du der Onkel namens Roland? Die Kantine ist geschlossen, deshalb bin ich zu dir gekommen. Ich bin so hungrig. Hast du ja irgendwelche leckeren Snacks? Okay. Dann sehen wir mal, was das hier zu bieten hat. Da ist eine Quest, eine Nebenquest. Ich leider schon. Was ist das hier? Oh Mann. Erhöht die physische Anomalie, sondern um den Schaden durch Wuchtschlag um 80%. Empfohlen physisch und Eis. Okay, physisch und Eis habe ich. Physisch Eis. So, ihn habe ich auf Level 30 schon. Ich weiß nicht, ob ich das schon letztens hatte. Aber jetzt habe ich ihn. So, guck mal, was das ist, ne? Anscheinend tut man da irgendwie so Kake freischalten. Was irgendwie blöd ist, weil man kann sie schon hier in Allens, also High Mädchens Gacha und in der Standard Gacha bekommen. Also ja. Aber so, mach einfach alles platt, ne? Nehme ich an. Ich bin Level 30 mit allen Charakteren, habe alle deren passiven Fähigkeiten hochgelevelt. Müsste eigentlich stark genug sein, ne? Nur ob ich halt auf S schaffe, was auch immer ich da machen muss oder so, weiß ich nicht. Aber wird schon klappen, ne? 2 von 2. Oh, ich habe einfach nur zufällig gewechselt. War gut abgetimt. Schon wieder.
ich meine, ich habe natürlich nein. Ich habe übrigens gemerkt, dieser Dreieckangriff, den ich mit ihr mache, ist auch ein Fernangriff. Ich tue mit ihrem Paddel irgendwie so in die Luft schlagen und tun dann dadurch so Eiswelt auf die Gegner schießen. Habe ich vorher noch nie gemerkt. Komm her, ein Stück. Ich weiß nicht, wann ich unter S rankomme. Aber ist halt der erste Level ja, ne? Wird ja wohl nicht so schwierig sein, oder? Ja. Zack. Da sind so Eiswellen, die ich auf die Gegner schieße. Ich habe da auch ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Da ist ein Zeitlimit, das ist nicht schnell. Schon gewundert, die Zeit geht da runter. Komm her, ein Stück. Okay. Yay, was für eine Pause. Sagen wir mal langsam alle Spielmodi ab freigeschaltet, damit ich hier einfach in die Story weitermachen kann. So. Ich muss hier noch weitermachen. Wenn ich noch mal, ich dort aufgehen, nämlich. Einfach nur Gegner erledigen, ne? Was hat der gewundene Abgrund? Oh Gott. So, boah, so viel Geld wieder. Ich glaube, da ist echt der gewundene Abgrund von diesem Spiel, ne? Oh Mann. Da muss ich ja noch mehr machen. Sprich mit Roland. Sonst würde ich das nämlich offscreen machen, ja? Jetzt sind die Positionen einer Frontlinie innerhalb der Shiro-Termin relativ stabil. Egal welche Schwierigkeiten auftreten mögen, unsere Verteidigungsmacht wird sie frontal angehen. Sag aber, Aufträge der Shiro-Verteidigung werden unabhängige Ermittler eingesetzt. Bedeutet das, dass die Verteidigungsmacht unter großem Druck steht, oder bedeutet es, dass beginnt die Fähigkeit der ineffizienten Truppen zu schätzen? Aber jeder Offizier sagt, es ist besser, den Frontkampf der Verteidigungsmacht zu überlassen. Ich sollte als nächstes mein Geschäft organisieren. Ich schau mal, was man für den Rest des Tages noch tun kann. Ja. Es scheint aber her, nicht wahr, alter Freund? Nicht wirklich. Ich meine gerade einen einfachen Auftrag, sag es einfach. Es ist mir immer eine Freude, mit dir zu sprechen. Andrew, Höhenermittler. Er hat es gewinnen, wie man neulich einiger Geräte in der Höhe zu helfen, die vor Mandarin-Netzwerk zurückgelassen sind. Die Reboot-Methode ist einfach besonders einfach. Du wirst wissen, ob ich meine, wenn du es selbst ausprobierst. Du wirst wissen, was ich meine, wenn du es selbst ausprobierst. Ja, neben Quest, ich weiß. Danke für deine Fürsorge. Ich übernehme das. Alles klar. Kein Ding. Ja, lieben Quest, ne? So. Wird mir immer hier angezeigt. Ist doch gar nichts. So, das sieht mir echt so aus, als wäre das irgendwie hier so, weiß nicht. Welche Level muss ich schaffen, um das hier freizuschalten? Oder kann ich das schon einsammeln? Nehmen wir das hier verteidigen, besteht die dritte Verteidigungslinie. Ja, komm. Damit wir sie ja schon mal hochgelevelt bekommen, ne? Eine Kopie von ihr. Wir bringen den Tag in einen eigenen Tempo. Ja, ich muss ja sowieso irgendwie machen, ne? Anscheinend. Also sag mir nicht, ich muss wieder irgendwas machen. Besiege alle Gegner. Warum steht da Plus? So, was ist das? Elektro. Welchen Charakter nehme ich denn? Ich habe so viele Charaktere. Warte mal. Elektro hier. Die. Boah, ich will gar nicht erst wissen, wie das hier abgeht, wenn ich hier irgendwie Artefakte oder Relikte oder wie auch immer die Dinger ja noch meisten hier farmen muss, ne? Wieder dir voll schwierig das Spiel, ne? Bis jetzt finde ich das Spiel nämlich noch nicht so schwierig. Vor allem ist es voll einfach, die Charaktere hochzuleveln. Bisher. Ich will gar nicht wissen, wie das am Ende aussieht, ne? Und wenn wieder wahrscheinlich ein absoluter Albtraum. Ah, mal schauen, ne? So. Ah, vielleicht noch nicht. So etwa einer. Das Spiel ist halt irgendwie sehr. Weiß nicht.
Es fühlt sich halt irgendwie gut an, wenn man irgendwie Gegner irgendwie schnell erledigt und so. Es belohnt einen irgendwie sehr, wenn man irgendwie gut ist in dem Spiel, habe ich so ein Gefühl. Das ist merkwürdig. Weil ich spiele Genshin schon so über ein Jahr. Und ich habe das Gefühl, ich krieg trotzdem immer noch voll auf die Fresse von alles Möglichen. Ey. Und ich denke mir immer so, oh, so schlecht bin ich in dem Spiel doch eigentlich auch nicht, ne? Aber das Spiel ist ja so fast-paced irgendwie. Ist genau irgendwie mein Tempo, ehrlich gesagt, hier. Und die Tatsache, dass es hier irgendwie keine Heiler gibt oder irgendwie so, habe ich. Gibt einem irgendwie so das Gefühl, dass man keine Heiler braucht, ne? Einfach immer noch voll angreifen muss die ganze Zeit. Und sich nicht irgendwie so Gedanken machen muss. So, hey, hör mal, das Spiel ja. Die Gegner müssen so oder so viel HP abziehen, ne? Und das ist ja schon okay, ne? Weil es gibt ja Heiler, um den Schaden wieder zu heilen, ne? Aber wenn es keine Heiler gibt, ne? Beugt sich das Spiel, nehme ich mal auch, ne? Von daher. Also stelle ich mir jedenfalls vor, ne? Ich kann mir natürlich auch irren, ne? Vielleicht wird das Spiel irgendwann voll knüppelhart. Ja. Komm mal her, du Stück. Zack. So. Ich weiß nicht, wie viel Minuten ich habe. Irgendwie geht die Zeit irgendwie langsamer runter, oder auch nicht? Ich dachte, die Zeit geht ein bisschen langsamer runter. Ja, das ist der letzte Gegner, ne? Ja, vielleicht bin ich auch einfach nur ziemlich gut in dem Spiel, ausnahmsweise. Natürlich auch, ne? Ja. Ja, hier kriege ich auch bestimmt nicht alle Sachen auf einmal, ne? Der Kampf dauert ja schon ein bisschen länger, ne? Aber so, als würde ich verlieren, habe ich doch nicht das Gefühl. Das Problem mit Genshin Impact ist immer, also, dass alles immer mit einem Zeitlimit hier verbunden ist. Ja, du musst nicht nur irgendwie stark genug sein, du musst auch noch schnell genug sein, ne? Deswegen kotzt mich der gewundene Abgrund, auch der gewundene Abgrund auch so an. Weil ich kann jeden Kampf da schaffen, ne? Aber das Problem ist immer, auf die höheren Schwierigkeitsgraden hast du immer nur so 10 Minuten und du machst einfach so wenig Schaden gegen die Gegner, weil die alle so viel aushalten. Da kannst du mich voll an, aber besiegen kann ich die alle locker irgendwann, also nicht locker, also ganz langsam, ganz offensichtlich, ne? Aber das Spiel sagt dann immer so, oh, du musst schnell, ne? Du musst alles so schnell wie möglich erledigen, ja? So, Eta. Da kannst du mich an. So. 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 Man kriegt auch, glaube ich, einen Bonus, wenn man einen Charakter mit demselben Element in der Gruppe hat, ne? Da freue ich mich schon. Also selbst wenn du irgendwie nicht die Charaktere von gleichen Fraktionen oder sowas, ne? Wenn du irgendwie Charaktere desselben Element hast, dann kriegst du auch einen Bonus. Das heißt, man kann sich ja voll viel erlauben mit der Teamzusammenstellung, dann habe ich so ein Gefühl. Also man muss einfach nicht immer sich um eine Team. Es gibt nicht immer nur eine Teamzusammenstellung oder so. Man sich dann irgendwann voll viele irgendwann freischalten kann, ne? Und ich nehme an, irgendwann gibt es irgendwie noch mehrere Mitglieder, ne? Für jede Fraktion, ne? Ja, guck mal, ihr kriegt schon ein bisschen mehr Schaden. Zack. Ich nehme an, irgendwann kommt noch mehr Mitglieder der Cunning Hairs oder irgendwie sowas, ne? Oder von den Mites und sowas alles hier. Ich nehme an, die bekommen irgendwann alle auch mehr Mitglieder, ne? Und die tun nicht immer neue Mitglieder, neue Fraktionen hinzufügen, ne? Ich nehme an, die werden auch irgendwann ältere Fraktionen erweitern, ne? Wenn das Spiel ein bisschen länger raus ist. Würde ich jetzt mal vorstellen, jedenfalls. Aber ja, stimmt.
Ja. Ja, der Kampf dauert schon ein bisschen länger. Aber ich kann das ja hoffentlich irgendwann mal nochmal versuchen, ne? Wenn ich ein bisschen stärker geworden bin. Ich bin ja in der ersten Level von Zone 0 nochmal reingegangen, einfach nur um die restlichen Punkte ja zu sammeln. Ne? Man kann irgendwie wöchentlich immer so 1000 Punkte oder so einsammeln oder irgendwie sowas. Die habe ich mir jetzt einfach hier so ganz schnell zusammengefarmt. Was relativ schnell ging, ne? Weil ich halt jetzt, weiß nicht, was für eine Level-Anforderung das nochmal war. Aber ich war eindeutig schon viel zu überlevelt. Weil ich halt nur die 1000 Punkte oder so haben wollte. Ja. Au. Okay, ihr Leute da hinten, hört auf mich abzuschießen. So. Hier kriege ich bestimmt keinen S-Rang mehr. Ich weiß gar nicht, die Zeitanforderung. Ich finde die Level hier irgendwie einfacher als die vorherige. Nein. Was soll ich sagen? Ich will dich mal kurz brechen. Na, komm her. Das ist der letzte Gegner, oder? Zeig's doch mal. So. Gut, da war der dritte, ne? Dann hat jetzt bis mal Sokako bekommen. Beziehungsweise eine Kopie von Sokako. Ich glaube, wir hatten ja aber schon eine Kopie. Das heißt, wir haben schon die mit Swords. Schreibt einfach die Minutenanzahl. Ich hasse es immer, 360 Sekunden irgendwie umrechnen zu müssen. Das kotzt mich bei Genshin auch an. Sagt einfach die und so und so viele Minuten. Nee, ich weiß nie, ob was 360 Minuten sind. Ich glaube, das sind 6 Minuten. Ne, 360, 360, ja. Aber ich hasse halt immer, das so umzurechnen zu müssen. So. So, ah, jetzt haben wir das hier. Die dritte Verteidigungslinie. Ein paar Punkte, jetzt können wir das hier wieder einsammeln. Jetzt kriegen wir diese Kamera-Waffe hier hochgelevelt in der Höhle. Höhe die Stufe von 4 Laufwerken auf Stufe 3. Boah. Ich habe da noch keine voll hohen Feld eines beliebigen zwei Teile Laufwerks. Geht zum Scott aus. Da habe ich noch gar nicht. Ah, da wird noch ein bisschen dauern. So, jetzt kann ich mir Sokako abholen. Ne? So, einsammeln. Dun, 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 dun. Agent contracted. Natürlich ist es schon wieder ein Charakter, den wir haben. So, Restsignal, das ist für Dings, ne? Für wie viel Danny habe ich gerade bekommen? So, jetzt können wir ja Dings erweitern, ne? So, beim Treffen von Gegnern mit einem Basisangriff. Ich komme 15% sind die Stapelung Vortex zu bekommen. Ach, das sind diese Flammen, ne? Da kriegen wir automatisch, cool. So, alles cool gemacht. Sinnbild Kino heißt das. Hm. Okay. Mir gefällt dieser Farbstil und alles was. Es hat genau wie in Dings, wo irgendwie auf Level 3. Ja, das ist genau wie in Honka Story und Genshin, da werden einfach alle Sachen hier erhöht. Das heißt, die Fähigkeiten bekommen einfach ein paar Grad Level hier, ne? Sind automatisch stärker. So, gut. So, Sokako ist ein bisschen stärker geworden, ne? Dann können wir ja weitermachen. So, jetzt weiß ich natürlich wieder nicht, was ich machen muss. Ich muss wieder irgendeine Kleinigkeit machen, damit wir hier Zeit vorantreiben können, ne? Finde ich ein bisschen doof. Weil ich bin ja gerade mitten in der Aufnahme und ich will das hier weitermachen. Ne? Das ist genau, was mir letztens offscreen passiert ist. Ne? Ich habe eine Mission gemacht und dann heißt es auf einmal, okay, jetzt kann die Story weiter. So, Bell. Wenn du nicht weißt, was du tun sollst, kannst du mir zu mir kommen. Ich habe ein paar gute ausgewählte Aufträge für dich vorbereitet. Ja.
Ja, davon habe ich einen gemacht, glaube ich, und dann nächsten will ich ja jetzt hier reingehen und das machen, ne? So. Na, das funktioniert wieder nicht, ne? So. Weißt du was, da mache ich hier mal kurz einen Schnitt, ne? Und ich hoffe, dass jetzt nicht wieder, wenn ich einen Auftrag mache, dass jetzt hier, weil das Problem ist, ich habe einen Auftrag gemacht, glaube ich, ne? Ich habe einen der Aufträge gemacht, oder ich glaube, ich habe noch nicht mal einen der Aufträge gemacht. Irgendwas habe ich gemacht. Hier auf Screen eine Sache. Und dann hat sich das Spiel so gesagt, so okay, das war's, und habe mich dann hier sozusagen rausgeschlossen aus allen anderen Aufträgen wieder, ne? Ich glaube, ich habe die nämlich noch gar nicht erledigt. Oder? Doch. Was? Hatte ich nicht voll viele Aufträge? Keine Ahnung. Ah, nee, das waren so Nebenaufträge außerhalb der Straße, ne? Aber die NPCs sind nicht mehr durch die Gegend gelaufen, weil halt das Spiel sich wieder gesagt hat, okay, du hast einen Auftrag gemacht, okay, jetzt werden die ganzen Sachen wieder blockiert, jetzt musst du die Story weitermachen. Also, ich sage euch jetzt, was ich hier tue, ne? Ich mache jetzt hier einen Schnitt und ich versuche dann hoffentlich einige dieser Aufträge zu machen. Und ich hoffe, das Spiel kommt dann nicht wieder so, ey! Und ich kann die erstmal in Ruhe machen. Und dann sehe ich euch, wenn es dann hier wieder weitergeht, ne? Also sehe ich euch dann, ne? Wann auch immer es sein wird. Vielleicht könnte das in eine Stunde oder so sein, oder vielleicht schon ein paar Tage später oder so, ne? Keine Ahnung, je nachdem. Also bis gleich. So, Leute, ich begrüße euch von ungefähr eine halbe Stunde später, seit den letzten Schnitt. Ich habe einen Auftrag gemacht. Ich habe diesen Andrew-Auftrag gemacht, welcher ehrlich gesagt gar nicht mal so, ja, schwierig war. Da war so ein lustiger kleiner Auftrag, wo ich irgendwie, ich war wieder in diesem Fernseher-Minispiel und irgendwie musstest du da, die haben die irgendwie so Farben gezeigt, so, da sind immer so ein paar Fernseher aufgeblinkt und so, ja, welche Farbe, keine Ahnung, da waren irgendwie so drei Farben, so rot, gelb und blau, und die sind immer da aufgeleuchtet und dann kam immer so Fragen, so, oh, welche Farbe kann ich vor, welche Farbe kam am meisten vor und so, ne? Und da war ehrlich gesagt ziemlich lustig, ne? Aber ja, nachdem ich die gemacht habe, kam Bell schon wieder und hat mir gesagt, so, hey, die ja von Bellebock, ne? Die lassen sich ganz schön Zeit, ne? Und was sollen wir jetzt machen? Und ja, dann hat sie gesagt, mach ein Nickerchen. Und ja, jetzt machen wir ein Nickerchen, ne? Ja, also ja, gut. Ich habe außerdem noch meine restlichen Batterie-Energie, also hier das Ding hier, frei weggeballert. Ich habe 10 Dinger, um das aufzufüllen. Boah. Und ja, ich habe gesehen, ich habe eine Menge Dennis, eine Menge Geld, also das ist ziemlich gut. Ich habe jetzt eigentlich nur für sie hier die Materialien gesammelt und ich habe jetzt für jeden Charakter wieder alles auf Level 5, also alles aufs Maximum. Ich habe meine Charaktere jetzt so weit gelevelt, wie sie wieder gelevelt werden können, was mir im Moment so möglich ist mit den Ressourcen, die ich habe und so, ne, und den Möglichkeiten zum Farmen. Also ja, so viel dazu. Ich bin schon wieder so stark, wie ich sein kann. Das heißt, das nächste Mal werde ich mich wahrscheinlich hier auf diese Dinger hier konzentrieren. Ich habe schon jetzt hier gerade ein Ding hier hochgelevelt, weil ich nichts anderes habe zum Hochleveln, ne? Und ja, ich bin jetzt hier schon wieder, ich muss hier in der Story weitermachen, damit ich hier wieder was weitermachen kann, mein Gott. Mein Gott, ich bin zu schnell für dieses Spiel, habe ich so ein Gefühl. Oder ich tue mir einfach zu langsam Zeit lassen, ne? Wenn ich das jetzt hier alles in einem Tag irgendwie gemacht hätte, dann hätte ich nicht dieses Problem, ne? Aber ich tue ja immer schon so ein paar Tage dazwischen was machen und grinden und so, ne? Von daher habe ich mehr Zeugs, als ich eigentlich brauche. So, ich gehe jetzt schlafen. So. Ich war es also. Was? Nach ausreichender Erholung. Als du am Morgen in den Laden kamst, siehst du Belle, die neben der Tür sich sieht und hinausschaut. Oh, weißt du, bist es? Du hast mich erschreckt. Oh, sie ist weg. Was ist weg? Oh, weißt du, hörst du, als ich gerade das Filmplakat in der Wand austauschen wollte, habe ich plötzlich diese Gestalt von unserem Laden herumzappeln gesehen. Kurz bevor du mich angesprochen hast, schien sie etwas in die Schallplattenkiste in der Tür gestopft zu haben. Wo ich sie schon wieder als Mülleimer benutzt. Weiß, ich muss noch die Ladenöffnung vorbereiten. Willst du bitte die Schallplattenkiste ausleeren? Überlass das mir. So. Noch mehr Funktionen, ne? Wir sind immer noch hier so, du musst noch alle Funktionen erstmal freischalten, ne? Deswegen müssen wir hier immer die ganze Zeit pausieren und so, ne? So, das Ding. Ich habe schon gedacht, Ding wird bestimmt auch irgendwie wichtig. Das ist so verdächtig aus. Gerade etwas hier reingestopft hat. Ja, was ist das denn? Ein kleiner Blumenstrauß? An dem Blumenstrauß hängt eine Karte. Ich schau mal rein.
Sehr geehrter Chef, wir grüßen dich im Namen einer deiner Hirtenfreunde und wünschen dir viel Erfolg bei deinen beruflichen Laufbahn. Wir haben gehört, dass du in letzter Zeit daran interessiert bist, Blumen für die Dekoration deines Lahns auszuwählen. Bin ich daran interessiert? Ich weiß es nicht. Wir können dir mittelgroße Blumen mit einer kürzeren Blütezeit und einem stolzen Preis anbieten und dein Haus zu Haus Lieferservice zur Verfügung stellen. Wenn du mehr Details erfahren möchtest, besuche bitte die Webseite unseres Ladens und wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dir. Für die eigenmächtige Empfehlung entschuldigen wir uns und bitten um Verzeihung für eventuelle Unannehmlichkeiten. In diesem Moment. Weiß, wieso brauchst du denn so lange, um die Kiste sauber zu machen? Oh, was hast du denn da? Was hat es denn mit dem Blumenstrauß auf sich? Zeige mal die Karte. Anscheinend hat jemand im Garten schon Blumen für uns bestellt. Auf jeden Fall kommt mir die Karte verdächtig vor. Schließlich kennen wir nur diesen einen Hirtenfreund und die Adresse auf der Karte scheint eine verschlüsselte Internetadresse zu sein. Rufen wir sie einfach an und schauen nach. So aufgerufen. Es ist tatsächlich die so aufgerufen. Ich habe sonst gewesen. So aufgerufen. Irgendwas sagt mir, das ist ein Übersetzungsfehler. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie, ich weiß jetzt nicht was, aber irgendwie, ich glaube, das ist ein Übersetzungsfehler. Es ist tatsächlich die Auftragsseite des Internets. Lass mich mal sehen. Die andere Partei hat uns einen Rallye-Auftrag geschickt. Rallye-Auftrag. Es handelt sich um eine Art Kooperationsauftrag, bei dem ein Team für die Erkundung und Datenerfassung zuständig ist, während sich das andere Team um die Bekämpfung von Ätherialen und die Sammlung von Ressourcen kümmert. Der Auftrag erfordert lediglich, mit Ätherialen fertig zu werden und Versorgungsgüter zu sammeln. Der Auftrag hat zwar einen etwas größeren Umfang, aber das sollte nicht lange dauern. Die Bezahlung ist auch sehr gut. So betrachtet trifft teure mittelgroße Blüten mit kurzer Blütezeit tatsächlich zu. Und dass uns der Vermittler Blumen schickt, ist auch ziemlich elegant. Also sonst versuchen. Na gut, ich habe mich noch etwas in der Videothek. Ich habe noch etwas in der Videothek zu erledigen und stelle die Blumen in eine Vase. Weißt du, wenn du Zeit hast, kannst du ja einen Agenten suchen und diesen Rallye-Auftrag ausprobieren. Okay. Karte mit Blumenduft. So. Das ist sogar eine Hauptmission. Die mache ich dann natürlich wieder onscreen, ne? Dann zeig mal. Ich habe auch nicht vergessen, ich habe schon wieder hier für diese Hasen ja genug Dinger. Ja, ich weiß. Perry. Rally. 25. Katastrophe. Das ist der, den ich machen muss. Peripherie. Ist doch der niedrigste Schwierigkeitsgrad. Von, warte mal, was brauche ich? Eis und Äther. Eis, Äther und See. Gehen wir mit. Ist eigentlich vollkommen egal, welchen Charakter ich nehme, weil alle meine Charaktere sind so stark wie möglich. Einige Charaktere haben nur 3 Sterne Waffen ausgerüstet, was halt der Unterschied ist, ne? Also ich nehme an, die mit den 4 Sterne Sachen sind ein bisschen stärker, obwohl alle meine 3 Sterne Sachen sind auf maximal refined, also hochgelevelt. So, ich weiß, da kam jetzt gerade irgendeine Erklärung, aber ich tue da halt immer ignorieren. Mein Gott. Nein, ich habe mir angewohnt, seit Genshin irgendwie alle Tutorials mal zu überspringen. Weil jedes Mal, wenn ich in Genshin die Tutorials lese, dann sitze ich da, lese mir das durch und dann beginnt das Minispiel oder was auch immer ich machen muss und ich habe schon wieder den Überblick verloren. Natürlich lieber irgendwie selber versuchen. Geht sowieso immer schneller. Ja. Hey, was ist da? War eine Truhe? Das ist eine Truhe. Nein. Da ist ja ein Materialschatz, ne? Ja, ich habe gehört. Ich habe einen Angriff gehört. Ich habe dieses Bling gehört. Da wusste ich, einer kommt auf mich zugestürmt. Ich mal auf achten. So. Ja, warum hat sie denn schon an der zweiten Stelle den Link bekommen? Weil da oben links unter ihrem Porträt
So, ey. Yay. Was seid ihr? Open World Mode? Ich habe mit ihr hier letztens eine dritte Kopie mit ihr, eine zweite Kopie mit ihr bekommen. Und sie bekommt jetzt irgendwie 15%, kriegt sie immer so eine Ladung, glaube ich. Ich nehme an, das ist einfach die damit meinten, ne? Ich mal aufwachen. Guck mal oben links unter ihren Porträt, ob sie hin und wieder mal welche bekommt. Und was? Das explodiert. Also ja. Ich glaube, bald können wir hier so Ausrüstung farmen. Einfach nur, weil irgendwie hier diese eine Herausforderung sagt irgendwie, ich soll so und so viele Sachen hier hochleveln, hier so Ausrüstungsgegenstände hochleveln. Also nehme ich mal an, irgendwann. Ey, die explodieren einfach. Also nehme ich mal an, irgendwann kann ich die Dinger grinden. Ja, das wird natürlich ein super Spaß, ne? Aber, Leute, könnt ihr mal aufhören. Nicht mal aufs Spiel auf achten. Da ist natürlich schon voll. Was? Da war er noch. Er war vorhin noch nicht voll. Ich habe nur ein Ding gehabt. Von diesen dreien. Ist da unten was? Nee, ne? Habe ich das schon mal gesagt? Ja, ne? Aber sie erinnert mich irgendwie an diesen einen Charakter aus My Hero Academia. Diese eine hier, die mit der pinken Haut hier, die irgendwie so Gift speien kann. Weiß nicht, wie sie jetzt heißt. Doch, schon lange, dass ich My Academia geguckt habe. Ich habe auch nicht alles geguckt. Ich habe so die ersten zwei Staffeln oder so geguckt. So. Warte mal da. Hat schon lange die Mission hier. Das habe ich die längste Mission, die wir bisher gehabt haben. So, wir müssen. Oh, guck mal hier. Da war es hier. Verdächtig. Ich wusste es. Schon gewundert, warum man hier hingehen kann. Was ist ja der geheime Boss oder so? Was ist das? Pfannkuchen Dash. Ich muss ja gar nicht mehr den einen Angriff einsetzen hier, um ihre Eisklinge aufzuladen. Das Gesicht. Mach aber trotzdem. Gibt's doch bestimmt was Besonderes, wenn ich jetzt hier hingehe, ne? Pfannkuchen. Wenn ich hier hingehe, ne? Hier muss ich nämlich nicht hingehen. Da hat sie den Ding bekommen, hab ich gesehen. Da schon wieder. Das ist ja richtig geil, dann brauche ich gar nicht mehr einen Angriff einsetzen. Richtig geil. So, Aufnahme. Davon habe ich gekommen, ne? Ne, hier muss ich lang. Was? Aber ich muss doch gerade da lang. Hab ich gesehen. Ah ja, was geht? Da ist so ein Gegner, Mann. Ja, hier war das Geheimnis, hä? Das hat mir gerade gesagt, soll hier runtergehen. Yay. Boah. Nein, nein, diesmal weiß ich. Diesmal weiß ich, hier explodiert. Diesmal habe ich es gewusst. Warte mal, hier ist auch noch was, ne? Ah, ne, da hab ich da gesehen, okay. Okay, die Mission dauert lange. Ich habe noch nie so eine lange Mission hier gespielt. Wo ja wirklich voll lange irgendwie sich bewegen kannst und so.
So, oh, guck mal da. Ah. Ihr seid umzingelt. Alles klar. So, Ausgang. Der Kleinlaster wird durch Edergesfall blockiert, anscheinend durch den Riss in der Nähe. Betätigt den nächsten Reich in Herausforderungsziel, um die Energiequelle, die Kollision verursacht, zu beseitigen. Los geht's, fortfahren. Da ist aber noch was. Hier ist eine Truhe, hallo? Hallo? Da ist aber eine Truhe. Wie komme ich da hin? Anscheinend gar nicht, ne? Aber vielleicht kriege ich die Truhe, nachdem ich hier erledigt habe. Ja, seine gesamte namens Resonia, keine Ahnung. Ja, her damit. So, oh, da sind Blessings. Das Hölle 0. So, komm her. Durch. Mal her, Leute. Zack. Mein Gott, 27.000. So, heute kommen wir ein bisschen in der Story weiter. Da lag so falsch. Zu ihr wegzumachen. Ich meine, zu ihr Dings einzusetzen. Hier. Ich habe zweimal eins gedrückt. Ich habe trotzdem nicht. Boah, ich habe ihr Dings einsetzen. Nein. Ich komm nicht dazu. Ich höre doch nur mit meinen Yaoi-Pedal ja kaputt hauen. Das ist die letzte Welle. Was hat denn passiert? Jetzt gewicht! Das. Und nochmal. Wo ist er? Was? Oh, schon tot. Okay. Was soll ich sagen? Wo sind die Gegner? Ja. Oh, ja, jetzt komme ich hier hin, alles klar. Aber die sagen, ich kann die ganzen Sachen hier behalten. So, wir müssen jetzt immer noch nicht vorbei. Ja, gerade so gewackelt. Dann ist die Mission hier. Wow, wie schnell ist der gerade vorbeigefahren? Weil ich komme vorhin in dieser einen, diesen einen Gebiet von Final Fantasy 7 Remake damals. Da gibt es auch diesen Zugfriedhof. Ja, ich wollte schon sagen, bist du wieder zurückgegangen? Da kann ich gar nicht hin. Jetzt haben wir es geschafft. Okay, mein Gott, da war eine ganz schön lange Mission. So, nicht, dass ich mich will. Ich habe zwei Dinger, die kannst du aber nie im Leben dann. Ich kann sie aber nie im Leben öfter spielen. Ne? Das sind bestimmt auch irgendwie so Sachen, die du irgendwie einmal in der Woche oder so machen kannst. Ne? So, wo war das hier, ne? Oder wenn du ja dafür Dings bekommst, sprich mit Bell.
Du hast viel Mühe auf dich genommen, weißt du, scheinst ein wenig aufgeregt zu sein, wenn du den verborgenen Riss siehst. Geht das nicht mehr? Geht das nur mir so? Hm, ich kann es aber verstehen. Es ist wie ein Schatz von einer Gabelung, oder? Deine Ready-Auftrag nun erledigt ist, weißt, kannst du als nächstes tun, was du willst. Bis heute Abend. Jetzt muss ich schon wieder hier, ne? Dein Handy klingelt. Von wem könnte die Nachricht sein? Also muss ich ja schon wieder, ne? Halt. Mein Handy klingelt nicht. Leute. Frage nach Informationen über Bello Heavy Industries. Irgendwie war mein Handy nicht auf Klingeln. So, jetzt ist mein Handy ab. Leute. Der auf ein Kinderspiel. Aber wie es heißt, Freude im Übermaß bringt Leid. Die Qualität deiner Arbeit ist zu hoch. Das heißt, Bezahlung muss stimmen. Andrews Chef war sehr im Bein, dass sie mit der in auf der letzten Sekunde, ach nee, das ist die eine Mission, ne? Die konnte ich ja nicht abschließen, weil die Story schon wieder war. So, ja, du musst weiterspielen, ne? Das ist ja mit deinem Instagram, ist das schlimm? Ja, für Andrew ist das nicht wirklich gut. Er hat schon Probleme mit seinen Augen, und zum Ermittler zu werden, lernt er die ganze Serie. Wie schade. Ich wollte die andere aufnehmen. Mein Freund, du hast ein Herz aus Gold. Jetzt ist mit mir peinlich, die Differenz heimzugewinnen und dann den Preis hinterhältig zu erhöhen. Ja, Internet Level. Ich muss langsam mal mein Dings wieder hochleveln. Dann muss ich jetzt meine Story weiter. Ist etwas von mir? Irgendwas von Bellabock? Ach. Können keine anderen Arten von Aufträgen ausgeführt werden. Ja, machen wir. Komm. Noch nicht, aber meine Intuition sagt mir, dass es in den nächsten Tagen soweit sein sollte. Der Auftrag von Bellabock ist etwas komplizierter als die üblichen. Nehme Zeit, um mich ausruhen und dich in guter Verfassung zu sein. Ich werde wahrscheinlich sowieso danach weiter aufnehmen. Du folgst Bells Ratschlag und entspannst eine Weile. Dann steht schon der nächste Morgen vor der Tür. Na, hallo, ich bin Ben von Bellabock Industries. Tut mir leid, dich zu stören. Die gesuchte Ramme ist gefunden. Kannst du uns zur Ramme führen? Danke. Du redest so höflich, Ben. Ja, liegt das daran, dass ich immer so viele Auslassungspunkte verwende. Ich will echt sehen, wie der Typ ein Handy benutzt. Anton hat auch gesagt, dass es mir eine Ernsthaftigkeit fehlt, wenn ich so rede. Wenn du die Stirn runzelst. Eigentlich bist du sehr imposant. Hm, Anton hat das gleiche gesagt. Eigentlich soll ich jetzt gar keine Stirnrunzel sein. Ich bin da nur ein bisschen kurzsichtig. Nachdem Anton das rausgefunden hat, hat er mir eine Brille. Ja, die Brille weggenommen. Mein Ansehen bei meiner Untergebenen ist jetzt zwar gestiegen, aber dafür muss ich jetzt ständig bei der Nase gegen den Handybildschirm drücken, um das Kleingedruckte lesen zu können. Dann lass uns telefonieren. Was? Okay, du bist so richtig voll. Du kannst mich gerne anrufen, wenn du Zeit hast. Ja, schließe ich mir an. Ich weiß, du schließt dich mir irgendwann an. Da. Red mit Bell, mach dich bereit zu verbinden. Bell, ich möchte verbinden. Die Nachricht von vorhin wurde tatsächlich von Bellabock Heavy Industries gesendet. Sie ist von Ben. Prima, dann lass uns schnell die Einzelheiten durchgehen. Wir müssen echt anrufen jetzt. Boss, Boss. Oh, moshi, Python, da kedo. Oh, お二人か。どうもお世話になっている。わざわざ電話してもらってすまないな。 今すぐ依頼の詳細を説明する。今回探してほしいのは我が社が独自開発した3型ホロー用パイルドライバーだ。行方不明になる前はホローの中で真面目に働いてくれてた。グレーシーの方。あいつは前からホローのアクロに強く移動速度も他の重機より速かったらしい。 その成果、炎の島まで探すのに苦労したんだ。待たせて悪かった。だが、いい知らせもある。信号の位置を見る限り、あいつは発見された場所から微動だにしないんだ。今データを転送する。見た感じ、パイルドライバーはどっかで止まってるみたいだね。でも感じにしといパイルン。移動されちゃう前に そこに一番近い入り口からフォローに入ろうか。フェアリー、できるよね。皇帝、目標フォロー内のルートを生成中。ルート策定が完了しました。
Alles klar. So, schneller Verfolger. So. Oh. Er hat sich schon angeschlossen. Geil. Ben. Einfach nur Ben. Oh, geil. Frage ist, ob ich ihn schon benutzen kann. Oh. Sehr geil. Ah. Ausrüstung, warte mal. Ich glaube, ich habe sein persönliches Ding. Das hier ist dann, ne? Warte mal, erst defensiv, ne? Jetzt guck mal auf das Ding hier auf. Wo ist es? Ist mein Arrow. Hier, das Ding. Das Ding kann man irgendwie hoch machen, wenn man irgendwie die persönlichen Dinge hat, ne? Ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber das ist nur der Fall irgendwie, wenn ich irgendwie die Sachen ausgerüstet habe, mit denen die Charaktere irgendwie hier oder auch nicht. Was? Hm. Dann weiß ich nicht, was das ist. Ich dachte, ich hätte irgendwie was herausgefunden oder so. Warum geht denn das bei ihm dann nicht? Wenn mir das jemand erklären könnte, wäre sehr nett. Aber ich glaube, das ist sein, ne? Big Cylinder, ne? Ich glaube, das ist sein persönliches, ne? Bringt einen Schaden um 2,57, was auch immer, Punkte. Na, ich hatte gewusst, er hätte mir noch ein paar Dinge aufbewahrt, um ihn hochzuladen, weil ich habe letzt, glaube ich, nicht genug Sachen für ihn, ne? Um 7,5. Ich glaube, da ist sein persönliches, ne? Ja, guck mal, da hat sich schon direkt automatisch das Ding, ja. Weil das Ding hat auch so eine. Kann ich mir halt mal anschauen, so. Ne. Weil das Ding ist irgendwie, glaube ich, ja. So, genug von den Dingern habe ich, ne? Aber ich habe nicht, glaube ich, diese Dinger, ne? Ja, da müsste ich extra hier für ihn farmen. Boah. Weil sonst kann ich hier nicht benutzen. Die Sachen auch nicht, ne? Oder habe ich hier von was bekommen? Ja. So, nein, ich kann da noch nicht, weil er noch nicht Level 15 ist. Boah. Na gut, dann werde ich wahrscheinlich doch heute schon aufhören, damit ich ihn hier hochleveln kann, ne? Wir haben sowieso gerade Sachen gefehlt zum Grinden. Wenn ich bis zum nächsten Mal ihn hier schon gelevelt haben, ne? Außer wir müssen ja Probedingens machen, weil sonst ist das vollkommen egal. Nein, auf der Auftrag wurde gelöscht. Oder ist ja Probe. Weil wenn ja Probe ist, dann ja, dann ist das egal. Dann können wir ja weitermachen. Ich habe nur gedacht, wenn jetzt hier die tun mir die ganze Zeit Probecharaktere geben, von daher ist das egal. Was wollte ich noch mal hier wollte ich machen? Wir haben jetzt hier wieder hier genug Punkte, ne? Ist natürlich wieder super spannend hier die Dinger, ne? Aber was soll's, ne? Ich tue jetzt hier nicht so Länge ziehen. Wir machen dann jetzt einfach so. Ah, diesmal haben wir nur einen bekommen. So, überspringen wir einfach. Dauert immer zu lange. So, den hier, den Typen, nenne ich den Typen, wo den Geister, wo so, ich hoffe, ich krieg hier mal wieder bald genug Dinger. Okay, ich hätte gedacht, das liegt ein bisschen weiter auseinander, ne? Aber ne, cool, dann können wir ja, will ich wahrscheinlich hier noch ein bisschen weitermachen heute, ne? Und beim nächsten Mal machen wir weiter in der Story, ne? Von Heavy. Bellbock Heavy Industries, ne? Da wird doch bestimmt ein Spaß, ne? Könnte ich zur. Und die haben mir gesagt, ich darf jetzt hier nicht die Dinger machen, oder? Die haben nur gesagt, ich kann keine anderen Aufträge jetzt machen, ne? Ne? Doch. Dann weiß ich nicht, was mit euch nicht stimmt, Mann. Gut. Ich dachte, ich kann da unten im PC irgendwie mit interagieren. Ich mal kurz hier rausgehen. Hm. Hm, ach so, ja, hier. Hier links, ne?
So, hier haben wir auch schon fast hier voll gelevelt. Okay, cool. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter mit der Story, ne? Gucken, was da so abgeht, ne? Dann kümmern wir uns um den Piledriver, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao!